Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 7. bis 9. Juni 2019. Der Garten der Liebe. So heißt dieses Legesystem und in diesem Garten erscheint auch ein Liebespaar, die Dame und dieser Herr. Und wir betrachten erstmal euch Damen, euren Gefühlen, Gedanken, Vergangenheit und Zukunft. Als Erste, worauf sollt ihr achten, wenn das um euren Gefühlen geht? Das zeigt hier dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und das sind wirklich sehr intensiv oder tiefen Gefühle, auch euren Partner, euren Wunschpartner gegenüber. Aber das sind noch Einflüsse von außen. Das kann angenehm sein, schöne Freundschaften oder Unterstützung. Kann aber auch eine Rivalin sein. Worüber sollt ihr Gedanken machen, das zeigt hier dieses Bild. So wie dieser Mann etwas in Bewegung setzt, es handelt sich um Bewegung. Das kann Auto bedeuten oder Sport, aber vermittelt auch Aktivität in eine Richtung. Und er trifft jetzt klare Entscheidungen. Geht das in diese Richtung weiter oder in diese Richtung weiter? Nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern das kann auch um andere Themen handeln, wie zum Beispiel euren beruflichen Situation. Immer noch bei euch Damen, die Vergangenheit zeigt dieses Bild und das heißt die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Begeisterung, Kraft, Mut, aber ihr habt euch in die Enge gefühlt oder jemand hat euch in die Enge getrieben. Was soll der nächste Schritt sein? Das zeigt hier dieses Bild und das heißt, dieser Ritter überreicht diesen goldenen Becher und dieser goldenen Becher symbolisiert die Gefühle. Das sind die Erwartungen, dass euren Partner oder euren Wunschpartner entgegenkommt und spricht über Gefühle. Also seid ihr eher in Warteposition. Jetzt schauen wir seinen Gefühlen an. Momentan ist noch im Rückzug oder ist sehr nachdenklich. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild, dieser Ritter. Und dieser Ritter beherrscht die Feuerelemente und das hat er auch vor, etwas in Bewegung setzen, wovon er überzeugt ist. Er zeigt auch Kraft und Mut. Was war bei ihm in Vergangenheit, das zeigt dieser Herrscher. Entweder hat er beherrscht sein Leben oder jemand hat über ihn geherrscht und vieles für ihn befohlen. Und das sagt auch mein Gefühl. Und er wehrt sich jetzt gerade, weil er möchte die Gerechtigkeit. Kann auch bedeuten, dass er befindet sich gerade in eine rechtliche Lage. Wenn er verheiratet ist, es kann die Scheidung bedeuten. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und hier sprudelt auch Wasser und zeigt in eine Richtung und diese Richtung ist die Zukunft. Und hier werdet ihr Schritte machen, etwas in Bewegung setzen, das wird euch beide begeistert, kommt auch sehr viel Leidenschaft. Ihr steht vor diesem Neuanfang. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.